Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wildlands. Wir sind jetzt kurz davor, hier ein bisschen Action aufzuräumen, bla bla. Verstanden, suche eine bessere Schusslinie. Neue Position. So, und hier ist einer. Ziel erfasst. Ich sehe das Ziel. Bin schussbereit. Okay, hier irgendwo ist er. Feind am Boden. Super. Das hat schon mal super geklappt. Wir können weiter. Ich schau mal da drüben, ob da wirklich nur die vier sind, aber ich glaube nicht. Nee, da sind ja viel, 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 viel mehr. Das macht fünf. Boing. Die anderen sind wahrscheinlich in dem Haus drin. Da ist drin. Einer mit Maschinenpistolen. Ich Ja, habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. die sind alle im Bett. So, warte, ich hol mir mal den Sniper da oben. 130 Meter, das ist fast komplett normal. Das war scheiße Okay. knapp. Es war. Ich habe ihnen eine Klatze gemacht. Roger, ich gehe in Position. Schneller, 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 schneller. Roger, Ziel erfasst. Eröffne Feuer. Tango getroffen. Super. Okay, nichts passiert. Der Idiot namens Tobi, der ist nicht mehr ganz so treffsicher wie früher. Oder er war noch nie treffsicher. Gut. Hui, Klatsch. 100 Meter, 100, also an sich knapp 200 Meter ist also kein Unterschied mehr. Also kein Unterschied zum. Leute, sammeln. Roger, in Bewegung. Zum. Also da kann ich direkt auf den Kopf zielen. Oh. Und dann werde ich treffen. Ab 300 muss ich, glaube ich, eins runterzielen. Eins da drüber zielen. Schaut er zu mir? Er schaut uns so schräg rüber, ne? Was machst du denn? Was machst du denn? Wieso schießt du auf den? Ist ja voll der Scheiß hier. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer! Greife Tangos an. Das war blöd. Abschuss bestätigt. Ihr macht mir echt Kopfschmerzen. Die Ziele sind verdammt rar hier. Sauber. Naja, sauber war das nicht. Nachschub markieren. Nachschub markieren. Und Nachschub draußen markieren. Hier. So, und jetzt stehen wir mal den Hubschrauber. Da hinten. Gut. Uiuiui.
Aber wenigstens konnten sie keinen Alarm schlagen. Hui! Ja, ich will da immer reinspringen, aber das kann ich ja nicht. Springen ist ja nicht so der Special Asian, ja. Spezialasias, ne? Special Agent Ding. Ne? So. Ziemlich steiler Strand. So. Irgendwo hier müssen wir Informationen finden können. Echt jetzt? Ich hab doch alles durchsucht. Dann schaue ich mal nochmal rein. Hier geht's nicht rein. Hier sind Munition. Das könnte was sein, aber das kann ich nicht anklicken. Naja. Dann klauen wir mal den fetten Heli. Ich fliege. Natürlich fliegst du. Hola. 3,4 Kilometer nach da. Sind alle da? Wahrscheinlich. Hui. So, danach würde ich sagen, machen wir ein bisschen Dampf und gehen Richtung Hauptquest weiter. Ah, da haben wir ja angefangen, ne? Nicht? Da sind wir ja gestorben. Ja. So. Da oben hin. Okay. Na, Hauptsache, da ist ein Helikopter. Super. Ich melde den Rebellen den Standort des Helis. Dann können sie ihn holen. Die sind schon da. Aber gut gedacht. Selber, hey. Da sag ich mal Danke. So. Das habe ich denen aber gezeigt. Das sieht so aus, als hätte ich ihn da geparkt. So, wohin fahren wir denn jetzt? Na los. Ja, Schnauze. Wir können dahin. Da ist noch ein kurzer Lauf. Wir können, ja, machen wir doch das. Also, wir fliegen jetzt dahin, dann dahin, dann dahin. Dann, was gibt's das? Scharfschützen. Ja, okay, kurzer Lauf will ich eigentlich nicht. Dann machen wir hier so die Runde. Und dann gehen wir dahin. Das klingt doch nach einem Plan. So, die anderen polten sich wieder her. So. Müssten die eigentlich nicht mal schlafen? Ich meine, die machen jetzt tagelang durch hier. Wie soll ich da hinkommen? Ich lande mal da vorne. Und da ist ein Unidad. Der wird sicher nicht nach oben schauen. Die müssen ja nach unten schauen und da alles schauen. Ich könnte mich auch nach dahin schleichen.
Ich glaube, das mache ich. Ist der weg, der Vogel? Ja, dann fliege ich jetzt weg. Wir sind Stealth-Team. Jawohl. Jetzt falle ich runter. Nein. Krass. Wir haben es geschafft. Setze Drohne ein. Schlechtes Signal, die stören die Drohne. Aha, so gestörte Leute. So. Auf jeden Fall ist hier vorne was. Hier vorne sind zwei. Eins, zwei. Da ist noch ein Tango. Da vorne ist einer. Und das macht drei. Zwei. Und da wahrscheinlich einer drin. Das geht. Nein, das Licht ist aus. Wie konnte das denn passieren? Hab ein drittes Ziel. Da ist der. Das ist der Störsender. Irgendwo da muss der das sein. Untersuche bessere Schusslinie. Die haben Ziele hier. Bin bereit. Roger, Ziel markiert. Deck alles hin. Ich sehe noch einen Tango. Ja, ich hol den mal kurz ab. Weil nicht, dass er dann von hinten reinkommt. Oder die ihn noch erwischt. Glaube, die Luft ist rein. Okay. So. Ich gehe mal wieder dahin. Oder ich gehe mal hier aufs Dach rauf. Weil da sieht man immer ziemlich gut, was los ist. Ja, auch wenn ich nicht weiß, wer da alles ist, ne? Das wird jetzt spannend. Alter, wie viele hier sein müssen. Ich sehe einen Narko mit einer MP. Direkt beim Container. Super, danke. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Noch
1 hoch. Okay, ich mach mal kurz das da, weil dann müssen wir es später nicht machen. So, okay, ich glaube hier ist gar keiner drin. Das sah nur vorhin so aus. Wunderbar, das ist doch schön. Niemand ist hier. Gut, also da unten sind zwei, die haben wir schon bekommen. So, dann mal schauen. Da ist Tango einmal. Nummer 3. Das ist ein Scharfschütze oben auf dem Turm. Ich glaube, die meisten sind wirklich in den Häusern drin. Blitzreise halt. Was? Ich kann Blitzreise? Nee. Das ist unlogisch. Gut, okay, alles klar. Dann es wird halt jetzt Tag. Das ist blöd. Das heißt, die werden jetzt alle aufstehen. Da ist schon der Erste. Na los. Hier ist Ziel Nummer 5. Ey, Sniper auf dem Dach. So. Ich sehe gar nichts. Meine Drohne wird gestört. Das habe ich aber noch gesehen. Wo wird die gestört? Von da, gell? Nee. Da vorne. Gut. Verdächtig. Ja, ich habe ja wieder den Sniper genommen und nicht irgendwas anderes. Da unten. Na los. Markiert ihn doch. Ach. Warte, ich schaue ihn mal mit dem Fernglas an. Da ist einer. Genau da. Genau da ist einer. Naja, okay, dann markiere ich ihn halt nicht. Okay, Verdächtig ist weg. Ich muss dahin. Ich muss die Dingstörungen wegtun. Runter. Sehr schön. Außerhalb von der Schusslinie. Hey, wir haben einen Narko bei den Docks. Ich räume mal da drin auf.
das war knapp. Ja, von wegen. Gut, und jetzt kann ich das Fernglas wieder einstecken und die Drohne rausbringen. So, das ist auch schön. Gut, also da drüben ist einer. Die macht halt bessere Aufklärung, ne? Also ich glaube, jetzt lohnt es sich langsam wirklich, in das Fernglas zu investieren. Weil die immer mehr... Ups. Die werden... ich sehe doch seine Hose. Die werden immer mehr Störsender haben, glaube ich. Und da macht es schon Sinn, mit der Aufklärung dann so ein Fernglas zu nehmen. Ah, der schläft noch. Die schlafen noch beide, aber nicht mehr lange. Wieso sind die ganzen Fernseher an, wenn sie... Die hören die Drohne, man holt sie zurück. Ah, da oben. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Sonst wirst du entdeckt. Mhm. Okay. Ich gehe mal da rein. Vielleicht ist da was. Da ist ein Sicario. Da, neben dem Mörser. Der Mörser, ja. Okay. Wenn sonst nichts ist. Am Mörser ist kein Problem. Die sehen uns ja nicht. So, da oben ist keiner. So, okay, also. In dem Haus sind welche. In dem Haus sind welche. Da ist ein Scharfschütze. Markiere einen Hauptmann. Da ist noch einer. Und sonst sind alle da drin. Puh. Raver. Achso, das ist einer von mir. So. Das wird sehr lustig hier. Gut, 230 Meter, das ist eigentlich fast gerade. Wenn er sich nicht bewegt hätte. Klimper, klimper. Sehr schöner Headshot. Okay, es ist alles gut. Okay, es ist alles gut. Daraus machen wir uns einen Hut. So. Den sehe ich doch. Ja. Aber den habe ich doch gesehen.
Die wissen, dass wir hier sind. Vorsicht. Na, ich warte bis. Dass die wissen, wo wir sind, ne? So, jetzt haben wir aber alle. Die wissen nicht, wo wir sind. Ich trinke mal was. Aber ich habe den doch gesehen. So, ich habe doch die Wärmebildkamera angemacht. Und da habe ich doch, ups, so einen Fleck gesehen. Ah, Mann. Gut, also, dann würde ich sagen, bevor wir hier weitermachen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye.